Du bist immer da. Komm, 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 über 50 Jahre lang ein Verlag geführt hat, da kann man allerlei erzählen. Wir haben in unserem Verlag über 1500 Bücher rausgebracht, wie neulich einmal festgestellt wurde. Angefangen hat der Verlag so 1907, 1908, und zwar mit Herbert Eulenberg. Da gäbe es vieles zu berichten, aber ich will nicht so weitschweifig werden. Der Aufsicht des Verlages begann dann eigentlich mit Hans Fallada und Emil Ludwig, der nun leider gestorben ist, ebenso wie auch Fallada. Ja, ich bin mit meinen Autoren auch viel gewandert, unter anderem mit Walter Kiolen und Ernst Salomon und auch mit meinem Sohn Heinz Maria Lewig Rowold, der jetzt ja so langsam die Gesamtleitung des Verlages übernimmt. Und wir haben da allerlei spaßige Dinge erlebt. Ich habe auch viel Emil Ludwig besucht in Ascona. Und das war immer sehr interessant und sehr ulkisch. Und er hatte vor allen Dingen ein wunderbares Rezept für jüdische Gänseleberpastete, die er mir stets präsentierte mit schönem Sekt, den ich sehr gern trinke. Aber es ist natürlich so, dass der Verlag auch allerlei Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Zum Beispiel während der Nazizeit waren wir so gut wie geschlossen. Und ich habe mich Ende 1918, nach der Recherchenwoche dann ins Ausland begeben, da meine damalige Frau Brasilianerin war, und war in Brasilien. Und dort habe ich Straßen gebaut, ein Elektrizitätswerk eingerichtet und war bemüht, Portugiesisch zu lernen, was ich auch ganz gut lesen konnte, allerdings mit dem Sprechen haperte es. Aber heute blickt man auf alles das zurück mit einem gewissen Schmunzeln. Und ich muss offen und ehrlich sagen, ich würde keine Periode meines Lebens missen oder nicht gelebt haben. Ich habe das Leben genossen und habe eine Parole eigentlich immer ausgegeben, dass man die Verlegerei nicht gar zu tierisch ernst nehmen sollte, sondern dass auch ein gewisser Spaß dabei sein musste. Und den haben wir reichlich genug gehabt. Ich habe allerlei Schwierigkeiten gehabt, bin von der Presse teilweise wahnsinnig angegriffen, teilweise in den Himmel gehoben. Aber heute kommt mir das alles schon immer leicht komisch vor. Und das Nächste werde ich, wie ich schon erwähnte, in meinen Erinnerungen bringen. Meine Lebenserinnerungen machen mir viel Arbeit, aber auch viel Spaß. Denn es ist erstens nicht leicht, sich über 50 Jahre zurückzuerinnern. Und vor allen Dingen muss man immer nachdenken, wie die Namen heißen. Denn das Gedächtnis ist natürlich heute auch nicht mehr so gut wie vor 20 oder 30 Jahren. Aber es wird, glaube ich, ein sehr amüsantes Buch. Und das soll eigentlich die, sage ich mal ruhig, die Krönung meines Lebens sein. Und ich hoffe, dass sehr viele Leute daran Spaß haben werden. Sehr befreundet bin ich ja mit Ernst von Salomon, der in seinem Fragebogen ja auch aus meinem Leben einiges, allerdings stark dekoriert, wie es so schön heißt, geschildert hat. Und mit dem ich ja sehr viel zusammen bin, da er ja hier in der Nähe von Hamburg wohnt. Aber auch mein Sohn, der mich ja so ewig lange kennt und der den Verlag ja von Anfang an fast mitgemacht hat, weiß allerlei komische Zusätze zu diesen Erinnerungen, die wichtig sind und die auch äußerst amüsant sind. Ich glaube, jetzt genug, ne? Ein solcher Mann muss seinen Nachfolgern einen Weg vorgezeichnet haben. Und wer würde diesen Weg besser kennen als der eigene Sohn? Mein Vater, Ernst Rowohlt,
hat in Leipzig den Verlegerberuf erlernt, und zwar bei Professor Kippenberg im alten Inselverlag. 1909 hat er dann seinen eigenen Verlag in Leipzig gegründet, den ersten von einer ganzen Reihe von Verlagen, kann man sagen. Und damals hat er das erste Buch von Franz Kafka, das noch zu Lebzeiten des Dichters erschien, Betrachtungen, veröffentlicht, und den heute wiederentdeckten Lyriker Georg Heim veröffentlicht mit zwei Gedichtbänden, Der jüngste Tag und Umbra Vitae, und einem Novellenband, Der Dieb. Heute entdeckt man also, dass das eine sehr wichtige verlegerische Tat war. Von Leipzig aus ist dann mein Vater nach Berlin gegangen, nach dem Ersten Weltkrieg, und hat 1919 den zweiten Ernst-Howold-Verlag gegründet und ist dann in den sogenannten goldenen 20er Jahren zum eigentlich führenden Verleger des Expressionismus geworden. Damals erschien eine Symphonie jüngster Dichtung, also eine lyrische Anthologie unter dem Titel Menschheitsdämmerung, die herausgegeben war von einem der ältesten Freunde meines Vaters, Kurt Pintus, der heute noch in Amerika lebt. Und diese Anthologie, die ist durch die Jahrzehnte hindurch, obwohl sie längst vergriffen war, an Universitäten immer wieder zitiert worden als das Beispiel expressionistischer Dichtung. 25 Jahre später haben wir uns dann gemeinsam mit dem Herausgeber Kurt Pintus entschlossen, den Versuch zu machen, ob der Band auch heute noch Leser finden könnte. Und siehe da, das Taschenbuch wurde also von jungen Menschen erworben und gekauft und ist nun heute ein Dokument jener expressionistischen Zeit, trägt auch den Untertitel Ein Dokument des Expressionismus. Die goldenen 20er Jahre oder die goldenen Jahre der Dichtung führten dann aber sehr bald, wie wir alle wissen, zu politisch sehr bewegten Zeiten. Und so hat denn mein Vater, der mitten im Leben stand, auch an der Politik verlegerisch Anteil genommen. Aber natürlich war die Politik nicht das alleinige Feld. Selbstverständlich hat mein Vater weiter auch die Literatur gepflegt und seine großen Autoren entwickelt. Er hat die ersten Bücher von Hemingway schon in den 20er Jahren verlegt, wo sie in Europa überhaupt noch nicht erschienen waren. Und ist dann ein enger Freund von Hemingway geworden. Die beiden haben sich sehr gemocht, weil sie beide Kraftnaturen waren. Beide waren dem Alkohol sehr zugetan, dem Wandern und dem Abenteuer des Lebens. Und noch in den letzten Lebensjahren hat mein Vater eine sehr wichtige Unternehmung begonnen, und zwar die Gesamtausgabe auch eines Lieblingsautors von ihm, von Kurt Tucholsky. Der beste und typischste Ausdruck dieser verlegerischen Kraftnatur ist vielleicht aber doch etwas, was erstaunt, nämlich ein Klassiker. Mein Vater hat sonst also in den frühen Jahren ein wenig Klassiker verlegt, aber nicht gerade mit vollem Herzen, aber Balzac, der hatte es ihm angetan, und er sagte immer, ja, Balzac, der Dichter der Liebe, des Geldes und der Leidenschaft. Ja, ich glaube, dass man auch wohl sagen darf, dass ich das Lebenswerk meines Vaters in seinem Sinne weiterführe. Wir waren uns, wie gesagt, auch sehr ähnlich in unseren Tendenzen und literarischen Zuneigungen. Und so würde er sich sicher sehr freuen, wenn er das noch miterlebt hätte, dass wir jetzt gerade im nächsten Frühjahr einen seiner Lieblingsautoren aus der expressionistischen Zeit, nämlich Walter Hasenclever, wieder neu vorstellen in einer neuen Buchreihe, Howells Paperback. Da erscheint also ein Querschnitt durch Hasenclevers lyrisches, dramatisches und erzählendes Werk. Und das wird mich dann ganz besonders an meinen Vater und diese glanzvolle Zeit des Expressionismus erinnern.